Mein nächster Gast, der kann etwas ganz Besonderes. Ich zeige Ihnen erstmal einen kleinen Ausschnitt von YouTube. Das ist wirklich verblüffend. So, und hier ist er jetzt, meine Damen und Herren, Josef Viatze. Herzlich willkommen, Josef. Du kommst aus der Schweiz? Ja. Ja? Du sprichst eigentlich Französisch, ne? Aber du kannst, ja. Du kannst Deutsch verstehen, ne? Bis jetzt verstehe ich, was du sagst. Sehr gut, alles klar. Ja, du kommst jetzt, das sieht so ein bisschen esoterisch aus. Barfuß mit so einer Schlabberbuchse. Schlabberbuchse, verstehst du das Wort? Nein. Schlabberbuchse, ja. Schlabberbuchse, hier. Aha. Eine weite Hose. Ja, ja, ja. Ist eine Schlabberbuchse im, im umgangssprachlichen Bereich. Cool. Was ist das? Machst du das beruflich oder was ist das für eine? Das ist eine Glaskugel, ne? Ja, genau. Also das ist eine, also Plexiglas. Ja. Und ich habe das auf dem Internet gesehen und ich habe gedacht, ja, und jetzt mache ich es. Und das macht Spaß und ich mag das, weil wenn du etwas Schönes siehst, dann macht dein Gehirn nichts für 2 Sekunden. Okay. Und das ist schön. Okay, verstehe. Also der Moment, wo du nicht denkst, ja. Das mag ich. Ist das dein Beruf jetzt? Ja. Das heißt, du verdienst damit Geld? Du trittst auf oder gibst Kurse? Oder so? Also ich gebe Kurse, aber am meisten habe ich 3 Nummern mit anderen Objekten und ich mache Variety-Show. Mit. Das ist ja nicht Jonglieren, das ist ja irgendwie was anderes, oder? Ja, also Jonglieren, wenn du denkst an das, dann ist das nicht Jonglieren, aber ja. Das ist etwas mit Objekten. Das sind hier in dem Sparstrumpf, da sind noch weitere Kugeln drin? Ja, oder? Das ist für dich später. Ach so, ich soll später auch was probieren? Ja, genau. Aha, okay. Kleiner. Darf ich mal fühlen, wie schwer die sind? Also, okay, oh, wie so eine Glaskugel halt schwer wäre, ne? Ja. Ja, okay, dann sparen wir uns das mal auf. Vielleicht gehst du mal rüber und zeigst uns mal ein bisschen was hier live. So, meine Damen und Herren, jetzt Josef Viatze. Ich kann halt. Da kann nichts passieren, wenn die runterfällt, oder? Nein, das ist. Allein das auf dem Kopf falle ich schon, da wird die bei mir immer runterfallen. Mhm. Oder hast du so eine Delle im Kopf, wo die liegen? Ja, bleiben? Ja, jeden Tag machst du es so. Okay. Okay. Willst du etwas lernen? Ja, gerne. Etwas Einfaches oder Schwieriges? Erstmal was Einfaches, dann was Schwieriges. Okay, dann hast du die Kleine. Ja. Muss mich hinstellen? Das. Warte. Da. Okay, also ja, das ist der Trick.
Also du machst, ja, genau. Okay. Und so, und dann deine Finger zusammen. Okay, Finger zusammen. Ja. Und dann? Und? Wow. Okay. Schwieriges? Nee, es geht. Was schwieriges, ja. Oder sehr, okay, sehr, sehr einfach oder sehr, sehr schwierig? Nee, was, noch was Einfaches, dann was Schwieriges. Okay, okay. Einfaches. Siehst du, hier gibt es ein Seil. Oh. Ah, aha. Kannst du so hier ziehen? Ja. Wow. Ja. Okay. So. Und jetzt. Finale. Sehr schwierig. Okay, wir werden das machen. Okay, also du bist so. So? Ja. Ja. Du machst ein Viertel. Ein Viertel. Veränderst auf beiden Seiten. Ja. Ja. Ein Viertel. So? Ja, du veränderst. Ja. Und so, immer. Ah! Tada! Ja. Super! Das ist sehr, das sieht so aus, als würde das an der Hand kleben, dieses. Kannst du das nochmal machen? Oder so da, oder so da. Ja, genau, genau. Ja. Ah, okay. Das liegt daran, dass du mit den Fingern. Ah, okay, das kann ich auch. Nee. Wie geht das? Ja. Vorsicht, die Füße! Besser nicht barfuß machen, sowas, ne? Ja, ja. Immer Arbeitsschuhe anziehen mit Stahlkappen. Also, wenn Sie mehr sehen wollen, auf YouTube können Sie sich ein Video anschauen. Viel Erfolg damit weiterhin, ja? Ah, danke. Ach, du hast noch ein Geschenk für mich? Nein. Nein. Sorry. Leider nicht. Ich dachte, du hättest ein Geschenk für mich in dem Sack drin. Das wäre schön. Ja, das wäre schön. Das nächste Mal. Das nächste Mal, etwas, okay. Ja. Ja, gut, okay. Gut, bitte hier, kannst du auch mitnehmen. So. Vielen Dank, dass du da warst. Danke. Joseph Fiatte, meine Damen und Herren.